Grad zurück, wie Sushi. So, jetzt bewegt sich das hintere Bein, bewegt sich in die Richtung. Und da, während ich mich nach hinten bewege, rutscht meine rechte Hand hier den Garten hoch. Jetzt bin ich hier. Meine Hüfte ist jetzt direkt vor ihm. Hoch und jetzt, der Wurf passiert in dem, dass ich das rechte Hara, Goshi ist Hüfte, Hara ist der Bauch. Das heißt also, über den Bauch, über mein Hara, drehe ich mich so ein und gleichzeitig lasse ich ihn über meine Hüfte gleiten. Und das schaut dann so aus. Dieselbe Bewegung wie beim Uchimata. Also zurück. Wir bewegen uns 45 Grad nach hinten. Kusushi. So, jetzt mein hinterer Fuß. Der bewegt sich jetzt in Yoga-Rücken so rein. Dabei rutscht meine rechte Hand hier oben. So, mein rechter Fuß blockiert sein Schienbein. Ja, sitzt es. Diese Position, die wollen wir jetzt als erstes einnehmen. Kusushi. Okay, seht schon, was mit ihm passiert. Das Kusushi, das ist das Wichtigste beim Wurf. Kusushi ist das Gleichgewicht. Okay? Harayoshi. Hüftkontrolle. Oh. Am harten Boden kann es sein, dass sein Fuß sich hier oben verklemmt. Und wenn man praktisch hier, dann kann es Knie verletzen. Ja? Also hier Sperre. Hoch. Aber ihr macht es nicht so, weil er bietet der Widerstand, er will es ja nicht werfen lassen. Und wenn ich es so mache, dann wird es ganz extrem schwierig und ich gebe ihm, dann musst du doch hier, ich bin dann hier in einem Ellbogenhebel, der komme ich jetzt in die Bewegung. Jetzt ist es.